Schriftsteller sagte einst, das Schreiben sei eine Obsession, dessen beraubt er langsam aber sicher sterben würde. Zeit meines Lebens hatte ich stets dasselbe hypnotische Gefühl. Und jetzt im Alter und im Bewusstsein, dass weit weniger Tage vor mir als hinter mir liegen, verspüre ich einen unbändigen Willen, diese Liebe auf ewig auf Papier zu bannen, ihr etwas von der Ewigkeit zu verleihen, die meinem Körper verwehrt bleiben wird. Das Wasser ist herrlich. Na los, spring doch rein. Aber ich habe doch gar keine Badehose dabei. Ach, ist doch egal. Es ist so warm heute. Das trocknet ganz schnell wieder. Hab dich nicht so, los. Als ich sie da so sitzen sah, dachte ich an die vielen kleinen und großen Sorgen des Lebens und wie unbedeutend diese in jenem Moment waren. Wer auf der Welt wollte sich ein schöneres Geschöpf vorstellen? Wir sind da.
Lies doch mal was vor. Am 25. Mai. Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre. Jetzt, da nichts draus wird, ist es ebenso gut. Ich wollte... Nein. Victor? 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 Wo bist du denn? Du rauchst? Komm, ich zeig dir was. Schrecken.
in jenem vollkommensten aller Momente wurde mir gleichsam gewahr, dass meine Liebe zu ihr doch niemals jenes Feuer ersticken würde, welches ich seit frühester Kindheit in mir lodern spürte. Und so sehr ich auch über ihren Verlust litt, so breitete sich doch gleichsam eine gewisse Befriedigung und innere Ruhe in mir aus, von der ich wusste, dass sie mit jeder Sekunde, jeder Minute und jedem Tage verblassen würde und langsam wieder jenes Verlangen die Oberhand gewinnen würde, dessen Befriedigung mir als einziges Lebensziel erschien. Das Gras wiegt sanft auf der Lichtung. Grillen, Zirpen, Bienen summen. Die Abendsonne schmiegt sich wohlig warm auf die schweißklamme Haut. Die Umstände hätten kaum besser sein können für das Geschenk, das sie mir machte. Fest umschlingen die Hände ihren Hals. Kopf und Körper wie elektrisiert, als würde ihre Lebenskraft zu mir übergehen. Ihre Augen, sie starrten mich an, ließen mich nicht mehr los, zweifellos flehentlich. Hätte ich sie doch nur trösten können. Denn wir würden auf eine Art eins werden, wie es den meisten Menschen niemals möglich wäre. Und wie das Leben langsam aus ihren Augen glitt, wusste ich, was wahre Liebe ist. Der Tod steht schwarz und schweigt.